Heute werfen wir einen Blick auf den vermeintlich besten Auktionshauscharakter. Natürlich kann man technisch gesehen einfach jeden x-beliebigen Charakter nehmen. Jedoch gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man umsetzen kann, um ihn einfach optimal für seine Aufgabe anzupassen. Bitte habt dabei im Hinterkopf, dass das alles nur meine persönlichen Empfehlungen sind. Gut, zuerst zum Volk. Das Volk, das ihr wählen solltet, sind auf Seiten der Horde entweder Goblins oder Nachtgeborene. Goblins haben durch ihre Volksfähigkeit Zugriff auf ihre Bank und bekommen bei Händlern grundsätzlich den günstigsten Preis an Händlermaterialien. Das ist grundsätzlich gleichzusetzen mit einem ehrfürchtigen Ruf bei der jeweiligen Fraktion. Nachtgeborene hingegen haben überall Zugriff auf ihre Post. Auf Seiten der Allianz könnten Mechagnome eine Option sein, da sie die Schlösser von Schließkassetten knacken können. Andere praktische Boni sind mir allerdings auf Seiten der Allianz nicht bekannt. Im Optimalfall sollte euer Charakter ein Schurke sein. Der Grund dafür ist der von mir eben angesprochene Bonus, dass ihr Schließkassetten mit ihm öffnen könnt. So müsst ihr nicht ständig neue Trial Chars als Schurken erstellen und diese nutzen, um Schließkassetten zu öffnen. Generell sollte man Schließkassetten nicht außer Acht lassen, da sie neben diversen Goldbeträgen auch wertvolle Transmog-Vorlagen und Rezepte enthalten können. Die eigene Bank mit den größten Taschen auszustatten, um genügend Lagerplatz zu haben, wird nur noch davon getoppt, dass ihr euch eine eigene Gildenbank zulegt. Um eine eigene Gilde zu erstellen, geht einfach nach Orgrimmar oder Sturmwind und findet vier Leute, die eure Satzung unterschreiben. Gerne könnt ihr dafür auch auf meinen Discord kommen und diesbezüglich nach Hilfe fragen. Anfragen solcher Art sind die Leute bei mir tatsächlich schon gewohnt und viele haben sich bereits Charaktere auf mehreren Servern abgestellt, um genau für solche Situationen auszuhelfen. Bei den Berufen selbst habe ich mich für Verzauberungskunst und Ingenieurskunst entschieden. Ingi hat nur einen besonderen Grund, aber auf den gehe ich bei dem nächsten Punkt noch etwas genauer. Verzauberungskunst nutze ich auf dem Charakter, um Transmog, das ich einfach nicht verkaufen will, zu entzaubern. Die daraus entstehenden Materialien pumpe ich dann einfach wieder ins Auktionshaus oder schicke sie an meinen eigentlichen Verzauberer und nutze sie dann, um Folianten der Illusionen herzustellen. Diese Items selbst könnt ihr dann nutzen, um euch mehrere Waffenillusionen in eure Vorlagensammlung zu packen. Oder ihr schmeißt sie einfach mit ins Auktionshaus. Bei der Position des Charakters spielt der zweite Beruf Ingenieurskunst eine Rolle. Vorausgesetzt, ihr besitzt keinen Bronto, dann ist die Welt euer Auktionshaus. Im Schrein der zwei Monde in Pandaria, beziehungsweise dem Allianz-Pendant weiter im Süden, findet ihr im Eingangsbereich ein kleines Abteil, in dem sich euer Charakter mehr als nur wohlfühlen wird. Hier habt ihr alles, was ihr benötigt. Einen Postkasten, Zugriff auf die Bank sowie die Gildenbank und einen Händler, bei dem ihr gegebenenfalls Items verkaufen und oder reparieren könnt. Ihr seid hier ebenfalls relativ ungestört, je nachdem auf welchem Server ihr spielt. Eine Alternative dafür wäre natürlich der angebrachte Stammplatz am Shadowlands Befehlstisch, solltet ihr diesen ebenfalls mit eurem Auktionshauscharakter benutzen wollen. Alles in allem empfehle ich, den Char auf Level 60 zu ziehen. Alleine schon, damit ihr auch aktuelle Schließkassetten öffnen könnt und gegebenenfalls optionale Dinge wie Befehlstische oder Berufungsquests ebenfalls nutzen könnt. Der Charakter sollte aber mindestens Stufe 10 haben, denn für den außergewöhnlichen Fall, dass euer Account doch mal gehackt wird und der Großteil eurer Chars gelöscht wird, kann Blizzard den Charakter wiederherstellen. Das funktioniert jedoch nur mit Charakteren der Stufe 10 oder höher. Gut, habt ihr noch weitere Ideen oder Tipps bezüglich des perfekten Auktionshauschars? Dann schreibt sie in die Kommentare, denn genau dafür sind sie da. So wie diese Woche von mir. Ich persönlich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.